Es war mal wieder soweit. Heute durften sich zwei Kinder, die Professor Eich ausgewählt hatte, ein Pokémon aussuchen. Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf. Professor Eich war gerade dabei, alles vorzubereiten. Er nahm Shiggy, Glumanda und mich und trug uns zu einem Tisch, auf der er uns ablegte. Nach kurzer Zeit kam auch schon das erste Kind herein, das sich einen von uns dreien aussuchen durfte. Es war ein Mädchen mit blauen Augen, einem weißen Kleid und einem Zopf. Es begrüßte Professor Eich und kam an den Tisch heran. Es begutachtete jeden von uns. Bei Glumanda blieb sie stehen und zeigte auf das Pokémon. Es war klar, das Mädchen entschied sich für Glumanda. Professor Eich nickte und holte Glumanda in seinen Pokéball. Er übergab ihr den Pokéball und den Pokédex und sagte: "Viel Spaß auf deiner Reise." Das Mädchen nickte und sprang grinsend aus dem Labor. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Aber noch war nichts verloren. Es würde noch ein Trainer kommen. Irgendwann am späten Nachmittag kam auch schon der nächste Trainer. Es war ein Junge mit braunen Haaren und einer Käppi auf dem Kopf. Er sagte: "Professor Eich, ich bin bereit, mir ein Pokémon auszusuchen." Er brauchte nicht lange zu überlegen. Er hatte sich anscheinend schon zu Hause festgelegt, wen er nehmen würde. Er ging zum Tisch und zeigte auf Shiggy. Ich war richtig enttäuscht. Professor Eich holte Shiggy in den Pokéball, holte den Pokédex und übergab ihn den Jungen, so wie er es zuvor bei den Mädchen gemacht hat. Auch dieses Kind verschwand glücklich. Ich war niedergeschlagen. Warum wollte niemand ein Bisasam, so wie ich eines bin? Professor Eich kam auf mich zu und nahm mich in den Arm. Er ging auf eine Eisentür zu und stemmte sie auf. Eine ganze Weile stiegen wir die Treppen hinunter. Dann kamen wir unten an und er schaltete das Licht an. Was ich dann dort sah, war erschreckend. Überall lagen Leichenteile von Pokémon herum und sehr viel Müll und Essensreste lagen auf dem Boden zwischen den ganzen Pokémon-Leichen. In der Ecke lagen Pokémon, die zwar noch lebten, aber vollkommen abgemagert waren. Professor Eich ließ mich auf den Boden nieder, machte das Licht aus und ging wieder nach oben. Das letzte, was ich hörte, war das Knallen der Eisentür, als sie zufiel. Nach einiger Zeit gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit und ich schaute mich um. Ich erblickte ein Onyx, was mir rief, ich solle mal kommen. Als ich zu ihm ging, sagte er zu mir: "Das hier ist für dich." Ich schaute dahin, wo Onyx hindeutete und sah den Kuchen, der auf dem Tisch stand. Ich schlenderte dorthin und las, was auf dem Kuchen geschrieben stand. Willkommen zu Hause. Jetzt verstand ich. Professor Eich lässt all die Pokémon, die nicht ausgewählt wurden, hier verrotten. Wir waren die Pokémon, die keiner will. Keiner möchte uns haben.